Ja. So, also jetzt nochmal ernsthaft zuhören. Wir versuchen hier journalistisch zu arbeiten. Wie geht's dir? Geht's wieder besser mit dem Knie? Ja, ich bin auf dem Weg der Besserung. Heißt, wann steigst du wieder ins Training voll ein? 2010. Ihr werdet es schon sehen. Ruhe bewahren, er kommt ja wieder. Also Felix, wir wünschen dir weiterhin alles Gute. Klappt das mit dem Ball, mit dem Schießen nachher oder willst du werfen? Ich werfe. Okay, du wirfst. Dann gebe ich mir mal bitte das Mikrofon. Wen wollt ihr zuerst? Nein, wir machen das alle nachher zusammen. Wollt ihr erst Ziege, dann Nulle oder erst... Komm mal vor. Er ist so schüchtern. Das merkt man doch im Spiel. Lieber Carsten, persönlich ist es mir eine ganz, ganz große Freude, als ich beim Thüringen-Pokalfinale zumindest diese positive Botschaft mitbekommen habe, dass du weiterhin bei uns bleiben wirst. Was reizt dich so an Jena? Naja, das haben ja einige in der Zeitung gelesen. Nein, ich glaube, das, was letztes Jahr passiert ist, war nicht immer schön. Für uns alle nicht. Und wir werden alles dafür tun, dass es dieses Jahr so läuft, dass wir nicht mehr zittern müssen. Und ja, dann doch viel, viel mehr Punkte holen als letztes Jahr. Ein Mann der kurzen, prägnanten Worte. Wir nennen dich ja, das haben wir mitten in der Saison so eingeführt und du hast dich... Du jetzt hast es eingeführt, nicht? Wir sind doch ein Team. So ein bisschen. Wir haben doch gesagt, wir hauen uns in die Pfanne. Also ich habe mal angefangen damit, du fandest es zu dem Zeitpunkt gar nicht so blöd, dass wir dich Wild Thing nennen. Probleme damit, wenn wir es weitermachen? Als Captain? Ich meine, das muss man mal fragen. Nee, ich fand den Film auch sehr gut. Also das heißt... Charlie, Jean, Carsten, Nulle, Wild Thing, auch in Zukunft unsere Nummer 1 im Tor des FC Karls heißt Jena. Carsten, ich weiß, jetzt kommt was, da dürft ihr nicht mitmachen. Wir sind aber freundliche Gastgeber gewesen. Wir winken unseren Gästen aus Rostock ganz kurz mal auf Wiedersehen. Soll noch mal einer sagen, wir wären unfreundlich doch. Carsten, herzlichen Dank und weiterhin null Tore. Carsten Nulle mit null Toren, das wollen wir ganz oft lesen und hören. Ist das okay für dich? Das ist okay, vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön. Ziege, komm gleich vor. Du stehst daneben, wirst schon vorgedrückt. Ziege, 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 Ziege. Ich muss ganz fair sagen, als ich das erste Mal gehört habe, da tat es mir ein ganz kleines bisschen leid. Weil eine Ziege, dachte ich, mein Gott, jetzt mögen sie den hier auch nicht. Ja, aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Schön, dass du wieder dabei bist in dieser Saison, wie die ganzen Jahre zuvor ja auch. Was ist von dir diese Saison zu erwarten? Wieder so 30 Meter Knaller am Stück, wie gegen den anderen, gegen wen haben wir denn da gespielt? Gegen Sandhausen, glaube ich, war es, ne? Ja, ist ja gut, mein Gott. Ja, wichtig ist natürlich für uns alle, dass wir Konstanz reinkriegen, dass wir eine konstant gute Saison spielen. Und ich bin ja jetzt inzwischen wieder seit 5 Jahren da und ich habe eben auch eine Menge positive Sachen miterlebt. Und ich kann ganz eindeutig sagen, dass die positiven Sachen eben die geileren sind und das möchte ich gerne nochmal erleben. Zum Beispiel, dass wir viele, viele Tore schießen. Darf ich dir heute ein Versprechen abnehmen? Du wirst deine Karriere hier in Jena beenden? Ja, das steht fest. Also ich glaube... Das ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr, dass ich mich hier absolut wohlfühle. Ich habe hier das Fußballspielen gelernt. Der Verein hier hat mich groß gemacht und ich möchte natürlich auch ein Stück weit was zurückgeben. Und ich bin froh, dass ich das hier darf. Und ich hoffe natürlich, dass dieses Ende noch nicht allzu nah ist. Da hoffen wir selbstverständlich auch mit drauf, dass wir noch viele, viele Jahre mit dir viel Spaß haben werden. Dein Platz in Jena ist immer gesichert. Herzlichen Dank, Thorsten Ziegner. So, jetzt geht's mal ans Eingemachte. Ich habe gestern von dem einen oder anderen festgestellt, er versteht nicht so gut Deutsch.
Aber du kannst nicht reden. Okay. Haben wir jemanden hier, der Holländisch kann? Zufällig irgendjemanden, der Holländisch kann? Du kannst sehr gut Deutsch, oder? Und verstehst auch alles. Dann könntest du ja gleich mal Dolmetscher spielen, oder? Dann, du probierst mal. Dann komm mal ein bisschen vor. Unser Neuzugang Orlando Smickers. Es ist schön, dass der Applaus vorher kommt, weil jetzt wollte ich nämlich noch fragen, Carsten und du, ihr seid wieder Freunde? Ja, wir sind Freunde wieder. Du hast in Stuttgart gespielt, hast dort auch eine eher mäßige Saison erlebt, kommst jetzt nach Jena. Also das, was du letzte Saison von uns erlebt hast, war nicht unbedingt das, was positiv Fußball ausmacht. Wie sieht für dich toller Fußball aus? Ja, jetzt haben wir gesehen, wir haben gut gespielt, so das ist Fußball. Sein Deutsch ist hervorragend, oder? Für einen Fußballer. Das war, ey, nicht böse gemeint, ehrlich. Ich meinte das, weil er ist holländischer Fußballer. Was vermisst du denn hier in Jena ein bisschen, was du in Holland hast? Na. Was hast du gesagt? What are you missing here in Thüringen against Holland? The girls, the blonde girls, we have a lot of them. Nein, nix. Gar nichts. Also, gestern auf die Frage, was kennst du schon von Thüringen, fragt er, was ist denn das? Habe ich gesagt, ist auch egal, du kennst Jena. Hey, wenn er das andere von Thüringen noch kennen würde, dann müssen wir uns Sorgen machen. Welcome, herzlich willkommen, thank you well, viele Tore. Das macht Spaß, hier zuzuschauen. Ach, guck mal. Jens. Wie kann man nur in Dresden spielen? Ist ja vorbei. Es ist ja zum Glück vorbei. Aber es ist schön, dass du den Weg wieder zurückgefunden hast, vom Bodensee zurück, dann ins bessere Städtchen. Erzähl mal, du hast gesagt, bevor du hierher gekommen bist, wer in Dresden gespielt hat, den kann gar nichts mehr schocken. Es ist doch so ein lauschiger Verein dort. Was hast du denn erlebt? Erzähl doch mal so ein bisschen aus der Tasche. Ja, eigentlich möchte ich gar nicht mehr so viel darüber zu erzählen. Weil ich bin hier jetzt in Jena und ich möchte hier erfolgreich Fußball spielen und Dresden liegt hinter mir und also nur eine Anekdote. So, jetzt kommt die Anekdote. Nein, also als Spieler, wenn du beim lebendigen Leibe begraben wirst, ist nicht so dolle wie in Dresden und ja, das kreativ ist doch... sind sie, also die haben viel Zeit drüber nachzudenken, oder? Die haben nichts anderes zu tun dort. Anscheinend, also an dem Tag war es so. Mach dir keine Sorgen, sowas passiert dir bei uns nicht. Wir wissen uns zu benehmen und wir wissen Menschen auch zu respektieren. Also, herzlich willkommen Jens Truckenbrot hier bei uns in Jena. Freue mich, dass du da bist. Gib mir das mit, erst die Hand, dann das Mikrofon.